So, er geht jetzt hier oben in die neue Kaserne, das ist ja auch soweit okay. Danach wird er hier reingehen und dann haben wir ein Problem. Denn wegen den Gewehren und Pistolen wird er Alarm schlagen, genauso wegen den Gefängniszellen hier hin. Das ist nicht so gut. Aber ja, dann bringen wir ihn einfach um, das passt schon. Wo ist er jetzt überhaupt? Ich sehe ihn gar nicht. Drehen. Zack. Wo ist der Ermittler hin? Ach da. Schön, er geht wieder zurück. Na, vielleicht hat er jetzt ja echt genug unverfängliche Räume gesehen und schaut jetzt hier wieder. Klappt also soweit schon mal ganz gut. Und zwischendurch immer wieder auf die Karte gucken. Was haben wir hier? Wir haben eine Menge Wut. Und wir haben gutes Einkommen. Wir haben momentan Leute. Erstmal Pause kurz machen. Wir haben momentan Leute in Gelb und in Blau. Bei Blau ist die Wut auch schon relativ hoch. Rot ist ganz runter. Grün ist ganz runter. Ja, dann ziehen wir jetzt mal alle ab. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Und da auch. So, und die schicken wir jetzt nach Grün. Auch wenn es da keine besonders guten Länder gibt anscheinend. Oder wir haben noch nicht genug Pulte, wie hier zum Beispiel. Südafrika, da fehlt noch ein bisschen was. Also schicken wir die erstmal hier hin. Also wir hätten gerne 1, 2, 3, 4 davon, 2 davon und ruhig 8 davon. Mal gucken, wie schnell die Wut da in die Höhe steigt. So, wenn ich mich recht erinnere, müsste jetzt der Hubschrauber die einsacken und sofort dahin bringen. Ohne großartige Verzögerung. Genau, 2000 Einkommen. Die kommen jetzt auch noch gleich rüber, dürften wieder auf die 4000 kommen. Wenn ich richtig rechne. Und das tue ich sogar. Sehr schön. Und jetzt dürfte hier in Gelb und Blau die Wut langsam wieder runtergehen. Trotzdem brauchen wir mehr Steuerungspult, oder wie die Dinger heißen. Die Dinger da. Die werden dann zwar nicht mehr in seinem Einzugsbereich sein, aber das passt schon. Was sagt die Stechuhr? Die Stechuhr sagt Gelb. Gelb ist okay. Wir hätten gerne. Wir haben nur 2000 Dollar. Wie kommt das? Wir haben doch gerade 4000 Einnahmen alle 60 Sekunden. Und hätten wir vorher auch schon haben müssen. Na gut. Und er ist immer noch am Hin- und Her-Eiern. Es wurde auch schon vorgeschlagen, dass wir eine Vierertür hier draus machen. Aber dann sind die durchgehend Wachen daneben. Was ja praktisch ist, wenn Agenten fliehen wollen, dann können wir sie von hier aus abfangen. Aber ich denke mal, wenn die Wachen direkt daneben stehen, wird niemals jemand versuchen, die Tür zu knacken. Und dann auch nicht in unseren Todeskorridor kommen. Da warte ich jetzt lieber ab, was er allgemein macht. Irgendwann gibt es bestimmt genug Ruhephasen, dass er da in Ruhe das Schloss knacken kann. So, und unser Aufenthaltsraum muss auch eine Menge noch hin. 2000 Dollar ist aber... Komm schon, die Minute müsste doch schon längst rum sein. Ding, da kam gerade ein Dollarzeichen. 4000 Dollar. Hä? Ich dachte, wir kriegen 4000 Dollar die Minute. Ja, und wir hatten eben gerade 2000. Da ist irgendwas mit der Rechnung komisch. Oder wird noch was gebaut? Also ja, ich glaube, wir brauchen noch Lautsprecher und Kameras. Die hier ist mit dem verbunden. Mit dem verbunden. Mit dem verbunden. Ah, und er ist endlich reingegangen. Hä? Das war jetzt komisch. Das war sehr komisch. Also erstmal ist er da reingelaufen. Dann ist das Ding runtergegangen, aber er ist rausgesprungen. Wurde dann wieder reingepustet, aber war das Gas schon aus. Na gut. Also hat eigentlich genauso funktioniert wie geplant. Er ist erstmal nicht reingegangen, weil es eine Dreiertür war und so viele Leute hier in der Gegend rumgelaufen sind. Dann ist er die Räume abgeklappert, die hier in der Nähe sind. Die sind aber alle unverfänglich. Hier und da, daran arbeiten wir noch. Dann wird ihm das irgendwann zu langweilig und er wird halt neugierig, was hinter der Dreiertür ist. Und da es nur von dieser Seite der Dreiertür aus ist und hier hinten Zweiertüren, können unsere Bediensteten schön ihr Essen hier abholen und die Leichen beseitigen dann ab und an hier anfallen. Ja, sehr schön. Eine Stechuhr wollten wir hier auch noch bauen. War ein guter Tipp.
damit immer ein Koch da ist. $5000 für eine doofe Stechuhr. Nee, komm. Das machen wir später. Kann ja nicht angehen. Wo wollen wir jetzt noch Kameras haben? Hier eine Kamera, um zu gucken, wenn jemand hier reinkommt. Ich finde es sowieso komisch, dass ein Alarm ausgelöst wurde, weil die Tür geknackt wurde. Oh, wir sollten hier eine Kamera... Ach, haben wir schon. Zing, du bist jetzt auch verbunden, richtig? Richtig. Also die schlägt jetzt Alarm, sobald jemand in den Bereich hier kommt. Eigentlich bräuchten wir die Kamera jedoch... Aber wir bräuchten hier drin auch eine. Das ist ein Wachraum. Wir bauen jetzt noch einen Wachraum. Der ist mini klein. Und da kommen nur die Waffen rein. Das heißt, die werden von hier nach da verschoben. Und dann dürften die feindlichen Agenten auch hier reinlaufen können, ohne Alarm zu schlagen. Weil es dürfte nicht illegal sein, ein paar Monitore hier stehen zu haben. Sicherheitsfirma oder sonst irgendwas. Nur wo wollen die Waffen haben? Sie sollten nicht zu weit hinten sein, sonst müssen die immer ewig weit laufen. Ich bin glatt dafür, sich hier reinzubauen. Also idealerweise hier ein Zweierfeld mit einem Zugang, aber nee, es braucht wohl ein bisschen mehr. Machen wir mal hier. Also wir hätten gerne eine Waffenkammer. So. 3. Ein Zweierzugang. Ja, dann können wir hier nichts anderes mehr hinbauen. Das ist jetzt doof. Obwohl, Eger meinte, ich könnte die Räume auch kombinieren. Das muss ich mal ausprobieren. Also wir bauen jetzt hier eine Waffenkammer. Der Raum befindet sich im Bau. Da stellen wir nichts anderes rein. Die Sachen verschieben wir ja gleich. Und wenn der Raum dann fertig steht, bauen wir hier hin noch eine Geldkammer. Eine etwas kleinere. Wo dann halt nur ein paar Kofferhalter drin stehen. Diese Dinger da. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Weil dann würden wir uns die ganzen Mauern hier sparen. Oder jedenfalls einen Großteil davon. So, ein Ermittler hängt vor genau dem Raum, wo er nicht rein darf. Dummdi-dumm. Genau, du mich auch. Achso, ja, Weltkarte gucken. Wut. Wow, guckt euch mal die Wut an. Das ging doch ziemlich schnell. Also grün können wir jetzt auch schon mal nicht mehr hin. Gelb ist ein wenig runter, blau ist auch runter. Rot ist ziemlich runter. Und hier orange sowieso. Das ist auf Minimum. Sehr schön, dann ziehen wir jetzt mal alle ab. Und riskieren mal was. Und schicken die in das Neunerland, Südostasien. Da ist tierisch hohes Sicherheitsrisiko. Aber wir lassen sie nicht allzu lange drin. So. Und ruhig noch ein paar mehr davon. Auch wenn es Ewigkeiten dauert, bis sie da ankommen. So, weiterlaufen. Das wird eine Weile dauern, bis der Raum da fertig ist. Oh, und drin ist er. Ja, sieht das Ding nicht gut. Du musst sterben. Jetzt müsste eigentlich eine von den Wachen... Genau. Genau. Massenschlägerei. Na komm schon. Sehr schön. Wie bist du hier reingekommen? Genau, ganz schnell raus hier. Machen wir dich kurz so eine Einertür. Dann kannst du auch rauslaufen, wenn du es denn willst. Das mit dem Hotel. Ja, das ist eigentlich eine Frage der Zeit. Das will ich auch irgendwann bauen, um die ganzen Touristen loszuwerden. Die stolpern ja anscheinend doch immer mal wieder hier rein. So, Zweiertür. 11.000. Alle sind da und wir haben 8.000 Einkommen alle 60 Sekunden. Ich sehe noch keine feindlichen Agenten. Theoretisch könnte man mal eine Zeit lang einfach auf der Weltkarte bleiben, so lange bis hier ein Agent auftaucht und dann sofort auf Verstecken gehen oder abziehen. Wir müssen ja nicht immer in der Basis rumlungern und da was machen. Allgemein würde ich auch ganz gerne demnächst... Wow, die Wut ist hier schon richtig hoch. Allgemein würde ich auch ganz gerne demnächst die Missionen angehen. Wie zum Beispiel die mehrfach schon erwähnte Bücherei. Die soll ja helfen, unsere Klugheit wieder zurückzubekommen. Und auch so eine Sache wie das da. Alles falsch oder was? Risiko 1, Zeit 3 Minuten... Und bringen 5 Bekanntheitsgrad.
Bekanntheitsgrad bringt auch gleich wieder mehr Bedienstete, was ja schon mal ganz schick wäre. Aber jetzt warten wir noch ganz kurz, bis hier ein feindlicher Agent auftaucht und dann ziehen wir die Jungs ab. Am besten dann rüber nach Pampers, um diese Büchereimission zu machen. Dafür, dass hier eine Sicherheitsstufe 9 ist, dauert es aber ganz schön lange, bis da jemand kommt. Oh, und da kommt die Verstärkung. Gleich kommt richtig viel Wut. Oh, was ist das da? Oh, ich glaube, das Pult ist jetzt nicht mehr besetzt. Die ziehen wir gleich mal ab. So, 4, 2, 13 Wachleute. 12.000 Dollar alle 60 Sekunden. Das ist schon der Hammer. Aber wir wollen jetzt dahin. Mit den 4, den 2 und den 13. So. Und wenn die da sind, dann machen wir gleich die Mission. Es dürfte ja kein Problem sein. Die hat eine recht niedrige Stufe. So, Hubschrauber kommt, Hubschrauber geht. Nimmt den langen Weg. Sehr schön. Alle da. Darauf geklickt und los. Oh, und das tickert hier doch gar nicht rum. Na gut, dann halt so. Also, die drei Punkte sagen, die Mission läuft. Oh, und da kommt wieder ein Ermittler rein. Du willst in die Todesfallen. Du willst in die Todesfallen. Du willst ihn nicht ablenken. Genau, geh schön weg. Dann kann er das Schloss da knacken. Naja, jedes Mal, wenn er abgelenkt wird vom Schlosser knacken, versucht er sich hier nochmal. So lange, bis er oft genug in den Räumen drin war. Ha, das Ding könnten wir eigentlich auf 1 setzen, oder? Dann geht das Ganze ein bisschen schneller, dass er alle Räume abgeklappert hat. Aber nö, so halten wir sie ein bisschen auf, ist auch okay. Kane pfeift sich einen Burger rein, sehr gut. Und raucht dabei, sehr appetitlich. Und die Waffenkammer ist bestimmt schon fertig. Also du bitte dahin. Bitte auch so, dass wir da rankommen. Das sieht komisch aus. Auftrag, das Objekt zu bewegen, bestätigt. Aber na gut. Und du wirst auch bewegt. Das Objekt wird in Kürze versetzt. Ich frage mich gerade, ob die jetzt verfänglich sind oder nicht. Also wenn sie schon eingeklappt werden sollen, aber noch nicht eingeklappt wurden. Weil sonst könnte man theoretisch, sobald der Ermittler in irgendeinen Raum kommt, wo was Verdächtiges ist, die Sachen ganz schnell einklappen, bevor er ein Foto machen kann. Aber nee, das wäre auch wieder cheaten. So. Der Raum ist jetzt viel zu groß für das eine Ding, aber was soll's. Ihr seid auf Patrouille. Okay. Wir haben viel zu viele hier auf Patrouille. Wir haben 35.000 Dollar. Yeah. Okay, stopp. Pause. Kapazität sind wir drüber. Die werden alle zum Wachen ausgebildet. Okay. Also wir brauchen auf jeden Fall noch einen so einen Pult. Dienungstafel, genau. Stellen wir mal dahin. Und ich denke mal, ich werde das irgendwann wieder umbauen. Weil das sieht mir doch ganz schön albern aus. Aber na gut, fürs Erste reicht eine Bedienungstafel mehr. Eine Tür sollten wir hier auch noch reinbauen. Und wir brauchen bald wieder neuen Strom. Aber gut, machen wir erstmal einen kleinen Cut und speichern ab. Speichern. Nach Folge 21. Los. 21. So, und wir sehen uns gleich wieder.